wir dürfen das morgen einfach nochmal genießen. Wir wissen auch, was nach diesem Spiel auf uns zukommen wird, dass wir einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Spiele absolvieren müssen. Ich freue mich morgen, dass wir nochmal hier zu Hause spielen gegen einen guten Gegner, Europa League Achtelfinale. Und deswegen gibt es von unserer Seite oder von meiner Seite einfach mal Freude auf dieses Spiel, auf auch viele alte Bekannte. Grundsätzlich, wenn wir am Abend spielen, sind wir so und so immer am Spieltag erst im Hotel. Wir haben grundsätzlich unsere Sicherheitsvorkehrungen schon länger getroffen. Es gibt die Desinfektionsmittel im Gang. Wir wurden sehr, sehr gut auch von unserem Arzt aufgeklärt. Es ist ja auch jetzt, glaube ich, schwierig zu sagen, man muss jetzt immer irgendwo Abstand halten. Wir können jetzt ja nicht Fußball spielen und sagen, wir lassen Abstand vom Gegner. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Wir gehen mit der Situation so um, wie es ist. Wir nehmen die Situation auch an und haben, wie gesagt, alle Vorkehrungen getroffen. Für uns Spieler jetzt vielleicht die letzte Möglichkeit, nochmal in diesem wunderbaren Stadion von diesen Fans zu spielen. Und ich denke, alle Spieler sind bis in die Haarspitzen motiviert und wir werden alles geben.